Im Sportwagenbau muss man nach vorne denken, aber nicht auf rechts und links verzichten. Es ist Zeit, den geraden Weg zu verlassen und eine Richtung einzuschlagen, vor der sich selbst die Straße verbeugt. Der Cayman, das Gesetz der Kurve. Mit Porsche Entry and Drive lässt sich Ihr Fahrzeug schnell und bequem öffnen. Umfassen Sie einfach den Griff und die Türschlösser öffnen sich. Vorausgesetzt, der Schlüssel befindet sich in direkter Nähe zum Fahrzeug. Die Entriegelungseinstellungen des Fahrzeugs, entweder beide Türen oder nur die Fahrertür, nehmen Sie über die Multifunktionsanzeige vor. Ein zweifacher Druck auf die Öffnen-Taste des Fahrzeugschlüssels entriegelt beide Türen, unabhängig von den Entriegelungseinstellungen in der Multifunktionsanzeige. Für den Fall der Fälle, der Notschlüssel. Er öffnet und schließt auch das Handschuhfach. Per Taste ver- und entriegeln Sie Ihren Cayman von innen. Mit Porsche Entry and Drive öffnet sich der Kofferraum, wenn sich Ihre Hand am vorderen Kofferraum dem Bereich zwischen Porsche-Wappen und Kennzeichen nähert. Oder am hinteren Kofferraum im Bereich unterhalb des Heckflügels bewegt wird. Dann entriegelt sich mit Porsche Entry and Drive die entsprechende Kofferraumklappe automatisch. Sie können die vordere Kofferraumhaube auch mit einem Druck auf die Taste am Schlüssel entriegeln. Dann klinken Sie den Sicherungshaken mit der roten Grifftaste aus. Den hinteren Kofferraum entriegeln Sie mit einem Druck auf die Taste hinten am Schlüssel. Aus dem Fahrzeug heraus können Sie die Kofferraumhauben auch über die Tasten im Schweller auf der Fahrerseite öffnen. Beide Hauben werden mit einem Druck geschlossen. Die Einstiegshilfe fährt bei Fahrzeugen mit Memory-Paket, Sitz und Lenkrad nach hinten, um das Einsteigen zu erleichtern. Diese Funktion kann in der Multifunktionsanzeige aktiviert und deaktiviert werden. Um Getränke abzustellen, drücken Sie auf die Blende über dem Handschuhfach und klappen Sie einen oder beide Cupholder aus. Schließen Sie danach die Blende wieder, damit sich der Cupholder während der Fahrt nicht ungewollt bewegen kann. Die Cayman-Modelle verfügen, abhängig von der Ausstattung, über einen Zigarettenanzünder und eine oder mehrere Steckdosen. Das Memory-Paket speichert Ihre zuletzt gewählten Sitz-, Lenkrad- und Außenspiegeleinstellungen beim Verlassen des Fahrzeugs automatisch auf Ihrem Schlüssel. Während Sie einsteigen, stellt sich Ihr Fahrzeug auf Sie ein. Zusätzlich speichert das Memory-Paket weitere persönliche Einstellungen für das Audiosystem und die Klimaautomatik, sowie Ihre bevorzugten Einstellungen für die Multifunktionsanzeige, zum Beispiel die Aktivierung der Einstiegshilfe auf Ihrem Schlüssel. In der Multifunktionsanzeige können Sie die automatische Speicherung der Einstellungen auf dem Schlüssel deaktivieren. Unabhängig davon haben Sie jederzeit die Möglichkeit, mit der Schlüsseltaste in der Türinnenseite Ihre Einstellungen auf dem Fahrzeugschlüssel abzuspeichern. Drücken Sie Set und anschließend die Schlüsseltaste. Zum späteren Abrufen der Einstellung drücken Sie wieder die Schlüsseltaste. Mit der elektrischen Lenkradverstellung können Sie die Lenkradposition jederzeit manuell ausrichten. Das gleiche gilt für Ihre Sitzposition. Nutzen Sie dafür die Tasten an der Seite des Sitzes. Einzeln für Sitzkissentiefe, Längsrichtung, Sitzhöhe und Neigung, Lehnenneigung und Lordosenstütze.
Ihre persönlichen Sitz-, Lenkrad- und Außenspiegeleinstellungen können Sie zusätzlich zum Schlüssel auf den Memory-Tasten abspeichern, etwa für eine Sitzposition, die von der auf Ihrem Schlüssel gespeicherten Position abweichen soll. Drücken Sie auch hier Set und anschließend 1. Ein Ton bestätigt die Speicherung. Zum späteren Abrufen der Einstellung drücken Sie wieder 1. Eine zweite Person kann die Taste 2 belegen. Startbereit? Mit Porsche Entry and Drive drehen Sie den elektrischen Zündanlassschalter einfach kurz nach rechts, um den Motor zu starten. Es genügt, wenn sich der Schlüssel im Innenraum befindet. Die Cayman-Modelle verfügen serienmäßig über eine Fahrlichtautomatik. Drehen Sie den Lichtschalter am Armaturenbrett auf Auto. Das Licht schaltet sich nun von selbst ein, sobald es dunkel wird. Um zwischen Standlicht oder Fahrlicht zu wechseln, drehen Sie den Lichtschalter. Ein Zug am Schalter und Sie aktivieren die Nebelschlussleuchte. Unterhalb des Lichtschalters befindet sich die elektrische Parkbremse. Drücken Sie die Taste, um die Parkbremse zu aktivieren. Treten Sie das Bremspedal und ziehen Sie die Taste, um sie wieder zu lösen. Die elektrische Parkbremse löst sich automatisch, wenn Sie angegurtet sind und bei geschlossenen Türen normal anfahren. Die Cayman-Modelle sind mit dem optionalen Porsche Doppelkupplungsgetriebe PDK erhältlich. Das PDK übernimmt das Schalten für Sie. Aber Sie können die Gänge über die Schalttasten am Lenkrad oder über den PDK-Wählhebel auch manuell wechseln. Zum Hochschalten: Taste drücken. Zum Runterschalten: Taste 10. Am optionalen Sport-Design-Lenkrad schalten Sie am linken Schaltpedal herunter und am rechten hoch. Mit dem Bedienhebel oben links betätigen Sie Lichthupe sowie Fernlicht und aktivieren den Blinker. Die Hold-Funktion hält den Bremsdruck aufrecht und sorgt so dafür, dass Sie an Steigungen anfahren können, ohne zurückzurollen. Mit dem Bedienhebel rechts oben regeln Sie den Scheibenwischer. Den optionalen Regensensor aktivieren Sie, indem Sie den Hebel eine Stellung nach oben drücken. Die Scheibenwischer schalten sich jetzt bei Nässe automatisch ein. Sie wollen die Empfindlichkeit des Regensensors verändern? Drücken Sie den Kleinschalter rechts am Hebel nach oben oder unten. Bei Fahrzeugen ohne Regensensor wählen Sie mit dem Schalter in dieser Stellung des Hebels zwischen den 4 Intervallstufen des Scheibenwischers. Die manuell einstellbaren Wischgeschwindigkeiten. Drücken Sie den Hebel weiter nach oben für langsames oder schnelles Wischen. Für Einmalwischen Hebel nach unten tippen. Nach dem Ausschalten der Zündung können Sie durch Tippen nach unten den Scheibenwischer in die Servicestellung bringen, zum Beispiel um die Wischerblätter zu wechseln. Für die Scheibenwaschanlage am Hebel ziehen. Müssen Sie warten, schaltet die Auto-Start-Stopp-Funktion den Motor ab. Bei Fahrzeugen mit PDK, wenn Sie den Fuß auf der Bremse haben. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe, wenn Sie den Leerlauf einlegen und den Fuß von der Kupplung nehmen.
Die Audio- und Kommunikationssysteme sowie die Klimatisierung laufen weiter. Gegebenenfalls wird die Luftmenge reduziert. Das Autostart-Stopp-Symbol in der Multifunktionsanzeige leuchtet grün. Leuchtet das Autostart-Stopp-Symbol gelb, ist die Autostart-Stopp-Funktion inaktiv bzw. eingeschränkt. Zum Beispiel bei sehr hohen Anforderungen an die Klimatisierung, etwa im AC-Max-Betrieb. Oder bei fahrzeuginternen Prüfabläufen. Sobald Sie bei PDK-Fahrzeugen die Bremse lösen, das Gaspedal betätigen oder den Rückwärtsgang einlegen, beziehungsweise bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe die Kupplung betätigen, springt der Motor wieder an. Sie können die Autostart-Stopp-Funktion jederzeit ab- und anschalten. Am Lenkradhebel links unten steuern Sie die adaptive Geschwindigkeitsregelung, den Abstandsregeltempostat, den Sie mit der seitlichen Taste ein- und ausschalten. Wenn Sie den Hebel nach vorne drücken, setzen Sie Ihre aktuelle Geschwindigkeit als Wunschgeschwindigkeit oder erhöhen Ihre Wunschgeschwindigkeit. Wenn Sie den Hebel zu sich ziehen, wird sie verringert. Der Abstandsregeltempostat regelt Ihre Geschwindigkeit abhängig vom Tempo eines Fahrzeugs vor Ihnen. Fährt es langsamer, bremst Sie das System automatisch herunter, auch bis zum Stillstand. Das entlastet Sie, besonders auf langen Strecken. In der Mitte des Hebels ist eine Wipptaste, der Abstandsregler. Mit der Wippe verändern Sie Ihre Wunschdistanz zum Fahrzeug vor Ihnen in 4 Stufen. Die Multifunktionsanzeige informiert Sie über Ihre Wunschgeschwindigkeit, Ihre aktuelle Geschwindigkeit sowie über den eingestellten Wunschabstand und die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs. Trotzdem, Sie können jederzeit selbst eingreifen, mit der Bremse oder dem Gaspedal. Sie können die Regelung durch den Abstandsregeltempostat auch unterbrechen, indem Sie den Hebel auf die Off-Position bewegen. Mit Resume nehmen Sie die automatische Regelung des Abstandsregeltempostats wieder auf. Um den Verbrauch zu reduzieren, ist in bestimmten Fahrsituationen bei Fahrzeugen mit Porsche Doppelkupplungsgetriebe PDK das sogenannte Segeln möglich. Ein Beispiel: Sie möchten Ihre Geschwindigkeit reduzieren. Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal, entkoppelt das PDK automatisch den eingelegten Gang. Sie segeln so lange im Leerlauf, bis Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben und die Bremse oder das Gaspedal betätigen. Das PDK legt den passenden Gang wieder ein, in Millisekunden. Oder Sie segeln bei geringem Gefälle, um Ihre Geschwindigkeit konstant zu halten und damit noch effizienter zu fahren. Sie können das Segeln auch ganz bewusst aktivieren, indem Sie so lange manuell hochschalten, bis der Segelmodus aktiviert ist. Das Segeln lässt sich zusammen mit der Autostart-Stopp-Funktion mit der Taste in der Mittelkonsole unterdrücken. Über die optionale 2-Zonen-Klimaautomatik in der Mittelkonsole regeln Sie die Temperatur automatisch durch Drücken oder Ziehen, getrennt für Fahrer und Beifahrer. Sie möchten die Temperatur der Fahrerseite auch für den Beifahrer übernehmen? Drücken Sie die Taste Auto-Sync für 3 Sekunden. Im Display erscheint Sync. Sie können nun die Temperatur für beide Zonen der 2-Zonen-Klimaautomatik mit der Taste auf der Fahrerseite regeln. Sie können die Luftmenge und Luftverteilung auch manuell einstellen. Zum Beispiel in Richtung der Windschutzscheibe, um Beschlag entgegenzuwirken. Ebenso wie die maximale Klimatisierung oder den Umluftbetrieb.
Durch Druck auf die Auto-Sync-Taste gelangen Sie zurück zur automatischen Klimaregelung durch die 2-Zonen-Klimaautomatik. Die optional erhältliche Sitzheizung und Sitzbelüftung steuern Sie ebenfalls mit den Tasten in der Mittelkonsole. Die Cayman-Modelle verfügen über eine beheizbare Heckscheibe, beheizbare Außenspiegel und über eine Defrost-Funktion für die Windschutzscheibe. Über die Multifunktionsanzeige oder das PCM regeln Sie weitere Klimaeinstellungen der 2-Zonen-Klimaautomatik, wie zum Beispiel die Luftströmung. Bei Wahl der sanften Luftströmung werden die Gebläsegeräusche der Klimaautomatik minimiert. Das erweiterte Belüftungsfeld schalten Sie ebenfalls in den Klimaeinstellungen an oder ab. Übrigens, wenn es kühler wird, können Sie sich auch von der optionalen Lenkradheizung wärmen lassen. Kurven haben ihre eigenen Gesetze. Eines lautet, immer die Zahlen im Blick behalten. Im Drehzahlmesser wird der eingelegte Gang und bei Fahrzeugen mit PDK auch die Wählhebelstellung angezeigt. Darüber hinaus gibt Ihnen die Hochschaltanzeige im Display unter dem Drehzahlmesser einen Hinweis auf den idealen Zeitpunkt, manuell zu schalten. Die Multifunktionsanzeige im rechten Rundinstrument versorgt Sie mit aktuellen Fahrinformationen des Bordcomputers. Um Daten abzulesen oder Fahrzeugeinstellungen vorzunehmen, stellen Sie die Funktionen über den rechten unteren Hebel an der Lenksäule oder am optionalen Multifunktionslenkrad ein. Das Menü durchblättern Sie per Walze am Lenkrad oder per Hebel. Um Menüpunkte auszuwählen, die Walze am Lenkrad oder den Hebel drücken. Zurück geht es mit der Zurücktaste am Lenkrad oder indem Sie den Hebel zurückziehen. Der Bordcomputer informiert Sie zum Beispiel über Durchschnittsgeschwindigkeit, Restreichweite und Durchschnittsverbrauch oder weitere Fahrzeuginformationen, etwa die aktuellen Werte des Reifendruckkontrollsystems, RDK. Per RDK können Sie auch einstellen, ob Sie Ihre Reifen mit dem Standard- oder dem Komfortreifenluftdruck befüllt haben. Das Reifendruckkontrollsystem passt seine Reifendrucküberwachung entsprechend an. Der Komfortdruck erhöht den Fahrkomfort. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist dann reduziert. In der Multifunktionsanzeige nehmen Sie zahlreiche Fahrzeugeinstellungen vor, zum Beispiel die Uhrzeit. Sie wählen eine Zeitzone oder wechseln zwischen Sommer- und Winterzeit. Ein kleines Symbol informiert Sie außerdem über die Lage der Tankklappe auf der rechten Fahrzeugseite. Bei entriegeltem Fahrzeug wird die Tankklappe durch Drücken geöffnet und wieder geschlossen. Ob Audio, Kommunikation oder Navigation. Das optionale Porsche Communication Management, PCM, ist das zentrale Informations- und Kommunikationssystem Ihres Cayman. Sie können es intuitiv über den 7 Zoll großen Touchscreen bedienen oder über die Dreh- bzw. Drücksteller unterhalb des Bildschirms. Maximal 5 Einträge pro Seite sorgen für eine gute Übersicht. Drücken Sie die Zurücktaste, um ein Menü wieder zu verlassen. Oder die Option-Taste, die in jedem Menü zu weiterführenden Optionen oder Einstellungen führt. Ein kurzer Druck auf den linken Dreh- bzw. Drücksteller schaltet das PCM stumm. Ein langer Druck schaltet es ganz aus. Sie möchten telefonieren? Drücken Sie Phone, um ein Telefonat zu starten. Im PCM öffnet sich das Menü für die Telefonfunktionen. Legen Sie Ihre SIM-Karte in den integrierten SIM-Kartenleser, um über das PCM zu telefonieren. Alternative: Sie nutzen mithilfe der Bluetooth-Verbindung Ihres Mobiltelefons über SIM Access Profile direkt die Telefonfunktion Ihres Mobiltelefons.
Dabei greift das PCM automatisch auf die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons zu, ohne dass Sie dazu die SIM-Karte aus Ihrem Mobiltelefon entnehmen müssen. Sollte Ihr Mobiltelefon nicht über SIM Access Profile verfügen, können Sie das PCM mithilfe von Bluetooth auch nur als Freisprecheinrichtung nutzen. Stellen Sie für die Kopplung Ihres Mobiltelefons mit dem PCM zunächst sicher, dass die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Mobiltelefons aktiviert ist. Mit der Option Telefon suchen starten Sie einen automatischen Suchlauf nach verfügbaren Mobiltelefonen. Geben Sie anschließend die angezeigte Bluetooth-Kennung in Ihr Mobiltelefon ein. Bei neueren Mobiltelefonen genügt es, im Mobiltelefon zu bestätigen, dass die Bluetooth-Kennung im PCM mit der Kennung im Mobiltelefon übereinstimmt. Das PCM bestätigt die Anmeldung des externen Geräts. Es ist jetzt gekoppelt und kann über das PCM bedient werden. Es kann sein, dass Sie die Verbindung zum PCM auch auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen müssen. Bei Mobiltelefonen mancher Hersteller, etwa dem iPhone, wird der Verbindungsaufbau über das Mobiltelefon gestartet. Stellen Sie dazu Ihr Mobiltelefon auf Suchen und wählen Sie am Gerät das PCM aus der Liste der gefundenen Geräte aus. Drücken Sie die Hörer-Abheben-Taste, um einen Anruf zu starten oder ein Gespräch anzunehmen. Drücken Sie die Hörer-Auflegen-Taste, wenn Sie auflegen oder einen Anruf ablehnen wollen. MP3-fähige Abspielgeräte verbinden Sie über die universelle Audioschnittstelle im Handschuhfach direkt mit dem PCM. Dazu drücken Sie Source. Ein Fenster öffnet sich und Sie können die gewünschte Audioquelle auswählen. Um die Audioquelle zu bedienen, wählen Sie Media. Das Bedienmenü für Audioquellen öffnet sich. Möchten Sie das Radio bedienen, drücken Sie Tuner und Sie gelangen in das passende Bedienmenü. Wählen Sie einen Radiosender, zum Beispiel über die Senderliste. Anschließend wählen Sie die gewünschte Speicherebene aus. Durch langes Drücken auf die jeweilige Stationstaste wird der Radiosender auf dieser Taste gespeichert. Oder Sie speichern die Radiosender automatisch mit der Autostore-Funktion. Mit der Sprachbedienung können Sie auch sagen, welche Funktion Sie aufrufen möchten. Aktiviert wird sie über die Taste am linken oberen Hebel. Jetzt können Sie den gewünschten Befehl sprechen. Ein Beispiel. Sie sagen iPod und die Funktion wird aufgerufen. Source iPod. Das PCM hilft Ihnen auch, Ihr Ziel zu finden. Drücken Sie Navi, um in das Navigationsmenü zu gelangen. Die Zieleingabe mittels Touchscreen ist intuitiv und einfach. Für die Kartendarstellung drücken Sie Map. Je nach Wunsch ist die Karte perspektivisch oder zweidimensional, in Fahrtrichtung ausgerichtet oder zeigt immer nach Norden. Über Set Navi stellen Sie die Lautstärke der Navigationsansagen ein. Alternativ drücken Sie bei aktivierter Kartendarstellung erneut die Taste Map. Die aktuelle Navigationsansage wird ausgegeben. Nun können Sie mit dem linken Dreh- bzw. Drücksteller die Ansagelautstärke anpassen. Und im Splitscreen-Modus können Sie sich zwei Funktionen gleichzeitig anzeigen lassen, etwa Karte und Fahrmanöverliste. Mit der Sporttaste in der Mittelkonsole aktivieren Sie den Sportmodus. Für sportbetonteres Fahren
per Knopfdruck. Die Motordynamik wird direkter gesteuert. Das Motormanagement leistungsorientierter. Mit der Sport-Plus-Taste aktivieren Sie den Sport-Plus-Modus. Fahrwerk und Antrieb werden jetzt noch sportlicher abgestimmt. Das Einlenkverhalten in Kurven wird direkter. Im Sport-Plus-Modus wird das Fahrwerkregelsystem Porsche Active Suspension Management, PASM, in den Sport-Modus versetzt. Drücken Sie die Sport- oder Sport-Plus-Taste erneut, stellt sich Ihr Fahrzeug wieder auf den Normalmodus ein. Die Launch Control ist eine Zusatzfunktion des Porsche Doppelkupplungsgetriebes in Verbindung mit dem Sport Chrono Paket. Sie ermöglicht die bestmögliche Anfahrtbeschleunigung, einen Rennstart. Wie funktioniert die Launch Control? Drücken Sie bei eingelegter Fahrstufe D die Sport Plus Taste. Dann mit dem linken Fuß das Bremspedal betätigen und anschließend mit dem rechten Fuß Vollgas geben. Durch den Kickdown des Gaspedals wird der Launch-Modus erkannt. Dabei steigt das Motormoment, die Kupplung wird leicht angelegt. In der Multifunktionsanzeige erscheint die Anzeige Launch Control aktiviert. Jetzt schnellstmöglich die Bremse lösen und auf maximale Beschleunigung vorbereitet sein. In Verbindung mit dem Memory-Paket senkt sich der Spiegel auf der Beifahrerseite automatisch ab, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen. Diese Funktion aktivieren Sie über die Multifunktionsanzeige oder manuell. Einfach den Rückwärtsgang einlegen und die Auswahltaste für den Beifahrerspiegel betätigen. Der Parkassistent erleichtert Ihnen das Rangieren und Einparken. Er zeigt den Abstand zwischen Ihrem Wagen und einem Hindernis akustisch und optisch im zentralen Display. Über eine Taste in der Dachkonsole können Sie den Parkassistent ausschalten. Die Cayman-Modelle verfügen über eine Heimleuchtautomatik. Stellen Sie einfach den Lichtschalter auf Auto, um sie zu nutzen. Die Nachleuchtdauer justieren Sie über die Multifunktionsanzeige. Drücken Sie die Taste an der Außenseite des Türgriffs einmal, um Ihr Fahrzeug mit Porsche Entry and Drive zu verriegeln. Ihr Fahrzeug blinkt zweimal. Die Alarmanlage sichert das Fahrzeug. Die optionale Innenraumüberwachung wird aktiviert. Sie können das Fahrzeug auch verriegeln, ohne die Innenraumüberwachung zu aktivieren, etwa wenn jemand im Fahrzeug wartet. Drücken Sie dazu zweimal innerhalb von 2 Sekunden die Verriegeln-Taste am Schlüssel oder bei Fahrzeugen mit Porsche Entry and Drive alternativ die Taste am Türgriff. Nach dem 2. Tastendruck blinkt das Fahrzeug einmal lang. Die Türen sind verriegelt, können aber von innen durch Ziehen am Türgriff jederzeit geöffnet werden. Was einen Sportwagen ausmacht? Direkte Reaktion auf jeden Gasstoß. Dynamik in jeder Kurve. Unmittelbare Vorfreude auf die nächste Fahrt. Der Cayman. Gebaut frei nach unserem Willen. Und dem Gesetz der Kurve.